for watching. Ich bin Avia Mubi, Foto, Film, Produktion und ich begrüße euch total und recht herzlich. Warum mache ich das? Ich bin wie gesagt Produzent, ein Waschechter, ein Unternehmer, ein Unternehmen und ich bin stellvertretend als Geschäftsführung für eine Firma tätig. Auf der einen Seite nennt sich das Medienhaus und auf der anderen Seite nennt es sich Copyhaus. Von irgendwas muss man ja leben. 1969 war eine Idee geboren, der Datenhighway Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen. Tja, okay, lassen wir das mal, ihr dürft mich ruhig richtig sehen. Meine lieben Freunde, ich habe etwas vor. Ja, ich habe etwas vor. Und zwar einen guten Film wieder auf den Weg zu bringen. Einen guten Film. Hab jetzt viele, viele Sachen so laufen lassen. Man muss, wie gesagt, auch Geld verdienen. Man kann nicht immer nur so ein Späßchen machen. 1995 auf der CeBIT haben wir das alles vorgestellt. Und davor 1979 mit den Pixelvätern sehr viel Geld verdienen. Da entstehen natürlich solche Sachen. Ich springe jetzt nochmal zurück. 1969 wurde die Idee geboren, der Datenhighway-Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen. 1979 wurde eine Firma daraus gemacht. Und ich bremse auch schon. Ja, seit 1979, meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es Medienfirmen. Aber Datenwandlung, Herstellung von Daten. 1979, 1989, meine lieben Freunde, man wurde richtig ausgelacht. Ja, bis 1999 war das so. Nach der CeBIT 1995, da konnte man, ja, da hatte man so manch einen vom Klo geholt. Ey, was macht ihr denn da? ICQ, Skype, was ist das denn? Ne? AOL, Medien, Premiere, Skype, ne? Danach. All genannt Kirchgruppe. Ja, also die Medien fingen an, langsam, aber sicher, doch zu schauen. 1979 lachte jeder, ist klar, die Umwandlung von analog auf digital. Was ist denn digital? Was ist digital? Meine sehr verehrten Damen und Herren, 2019 ist es so gut wie in trockenen Tüchern, weil 2017 das schon in den, ja, ja, 2017 hat Frau Merkel gesagt, wir ziehen das gnadenlos durch und die Telekom gnadenlos machen mit. Ja. Aber Deutschland, brauchen wir nicht drüber reden, hat nichts. Hat nichts. Komm, lass sein. Also noch einmal, ich bin wirklich ein Waschechter und mache mich jetzt hier zum Clown, weil, warum? Ganz einfach, weil 1969 mit einer Hi8 Videokamera, später 79, auf dem Weg und danach immer mehr, erst Betamax, dann VHS, das Schlechteste, wohlgemerkt, das Schlechteste hat immer das Beste abgelöst. Warum das so war, weiß man nicht, ist aber so. So, jetzt hat man wieder das Schlechteste und das wäre ein iPhone oder ein Smartphone. Meine lieben Freunde, solche Filme möchte ich nicht drehen und solche Filme möchte ich auch gar nicht sehen. So, dieser Videobeitrag, der jetzt hier auf dem Sondersender Ultra HD Web TV in die Öffentlichkeit gepostet bei YouTube und Facebook, tja, YouTube und Facebook, Google und Amazon. Ja, mehr bleibt ja nicht über. Ach Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also 1969 war die Idee geboren, 1979 wurde sie als Firma auf den Weg gebracht und wie man sieht, 2019 gibt es die immer noch und wir haben was vor. Ich habe was vor, euer AWR Movie, Foto- und Filmproduktion. Ich möchte wieder mit echten Schauspielern echte Sachen machen. Natürlich kostet das Geld und das Geld muss man irgendwo herbekommen. Das ist richtig. Aber wir haben dann noch eine Sache. Ja, wir haben dann noch eine Sache, den BDFA. Das sind Filmautoren, Hobbyisten, meist Rentner oder wirklich Leute, die hin und wieder mal zu so einem guten Stück greifen, null Plan haben, was ist denn das überhaupt? Eine sogenannte Materialschlacht dann vom Stattenreiß. Ich habe die Kamera, ich habe die Kamera, ich habe die Kamera. Genial. Aber so ist der BDF. Nur mal eine sogenannte Materialschlacht bei den etwas Älteren ab 60, 70, 80, 90 aufwärts. Ja, yeah. Der Alter ist das schon. Meiner einer kommt jetzt so langsam dahin. Meiner kommt dahin, ja leider. Nicht nur, dass die Haare weg sind, dass die Augen schwach sind. Nee, auch das Alter kommt mit Datum
immer näher die Schallmauer 60, also wieder 6 Jahre alt. Ach herrlich, dann kann ich wieder zurückspringen, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist rund gelaufen. Die Medien sind rund gelaufen. Die Charlie Chaplin, Buster Keaton, Heather Lloyd und wie die alle geheißen. Ah, beinahe ganz vergessen. Stan Laurie und Oliver Hardy als Dick and Doof. Ja, ist halt so. Meiner einer wird jetzt angegriffen. Meiner einer, Mann, was ist das denn für ein Mann, wenn ich den schon sehe, Mann, wenn ich ihn schon höre. Das ist heute die Welt der Medien. Das ist halt so, müssen wir durch. So, ich hatte gerade ein wunderbares Gespräch auf einer anderen Leitung. Der junge Mann hatte sich natürlich total erschrocken, weil ich war angezogen, so wie jetzt auch, aber ich war im Morgenmantel. Und wie im Morgenmantel wollte ich halt nicht telefonieren, jedenfalls nicht Bildtelefon. Auch das habe ich schon damals unter BTX-Zeiten 1979 gehandhabt, das sogenannte Bildtelefon oder den Knochen draußen etc. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ab 2019 will keiner mehr Nostalgie, Ufa, Bavaria oder noch ältere Filmgeschichte. Der Einzige, der wirklich gut läuft, ist Konstantin-Film. Aber wir können ja nicht alle beim Konstantin-Film anklopfen. Oh, hör mal, ich will da unterkommen als Schauspieler. Tja, als Schauspieler. Das ist eine tolle Geschichte. Schauspiel. Wir, die Künstler, Broterwerb. Wir können ja alle direkt Van Gogh werden, das Ohr abschneiden und nach dem Tode dann, nach dem Tode sind wir dann plötzlich berühmt. Ja, was hat er denn gemacht? Das war ja eine ganz andere Kunstform. Wer von euch hat noch den Dadaismus mitgemacht? Dadaismus, ja, das war auch ein Klingelklangel, ach, das war ein herrliches Durcheinander. Meiner einer hatte das große Vergnügen, die echten Schauspieler noch echt erleben zu dürfen, auch am Set. Oh ja, auch am Set. Komischerweise, heute frage ich mich wirklich, nach so vielen Jahren, warum bist du damals, okay, war ja, das sage ich auch gleich, da war ich Baby, das wusste ich nicht, heute weiß ich es. Bei Stahlnetz E605, das war eine Geschichte in der Stadt Essen, nach einer wahren Geschichte, wurde da gedreht, gefilmt. Das war der Vorreiter von XY, Herrn Zimmermann. Ja, und dann, keine Ahnung, was es heute gibt. XY gibt es heute noch, aber guckt keiner mehr, weil da komme ich jetzt drauf. Ich komme nämlich jetzt zum Ende, weil ich jetzt hier vor der laufenden Kamera sitze und waschechte, nicht nur den Prochant, den Monte, die Ariane, den Herrn Wölke, nein, auch andere gerne animieren möchte, dass wir wieder was Ordentliches machen, dass wir uns treffen, vielleicht einmal im Monat oder einmal im Jahr und irgendwas Tolles auf den Weg bringen, dass wir vielleicht irgendwelche Sequenzen aufzeichnen und daraus später einen Film machen. Dann ist jetzt der Aufruf an die Vollprofis, die davon leben. Da muss ich als Produzent gucken, wie ich die Kohle wie ich die Kohle zusammenbekomme, damit ihr da damit ihr Geld verdient. Wir können natürlich aus Spaß natürlich auch was machen, warum nicht? Weil aus Spaß kann ernst werden. Es gibt auch einige Filmstücke, die beim BDFA gelaufen und da die dort als Schauspieler bedungen, also die da gearbeitet sind, plötzlich beim Tatort oder haben eine eigene Serie bekommen. Also es geht schon, ein Sprungbrett-Theater, ein Wohnzimmer-Theater, das haben wir ja alles schon durchexerziert. Ja? Wir haben in Wohnzimmern gearbeitet, auf Fäden. Ja? Also die jungen Leute, die jetzt 30, 40 Jahre jünger sind, ja, ich bin leider, habe schon mein Alter, aber wie gesagt, ich habe die Erfahrung nur von Ufa, Bavaria und diverse andere Filminstitute da, wo es da zur Sache geht. Man sitzt nicht nur vor der Kamera und erzählt hier ein, sondern man sollte auch was tun. So, kommen wir zum Abschluss, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ich schwelge so gerne heute, weiß auch nicht warum. Ja, weil hier nebenan gerade 12 Peterwagen, also Polizeiautos, bei uns hießen die Peterwagen, 12 Peterwagen in Großeinsatz eine Immobilienfirma auseinandergenommen haben. Alles beschlagnahmt und so weiter, stand auch im Fernsehen, ZDF und all so ein Quatsch. Ja, Immobilienfirmen. Ich habe auch so eine Immobilienfirma, da muss ich gerade drüber schmunzen, seit 7 Jahren keine Nebenkostenabrechnung. Durch Recherche, man ist ja ausgebildeter Kriminalist, was machen Kriminalisten? Richtig, sich recherchieren, bevor sie zuschlagen. Ist halt so. Einer will aber nicht mehr Kriminalist sein, ich will halt alle nicht mehr, 30 Jahre haben gereicht, meine letzten 30 Jahre meines Lebens, die möchte ich halt so verbringen, vor laufender Kamera, hinter der Kamera und natürlich im Medienhaus und im Copyhaus. Von der Wiege bis zur Ware brauchst du Formulare, meiner einer macht sie dir, sogar das letzte wird auch noch kopiert von mir. Nur da lebst du dann schon 3,5 Meter tiefer
unter der Erde. Ja, also wie gesagt, es gibt Jobs, ja, es gibt Jobs, da kann man Geld mit verdienen, wie Totengräber oder so, jeder stirbt, also wieder begraben. Oder halt kopieren und Bilder herstellen, Filme herstellen. Ja, irgendwie geht es ja weiter. Es geht weiter, die Leute filmen, sie fotografieren und irgendeiner muss es ja in Szene setzen, das Ganze, daraus was machen oder erklären. Ja, ja, so ein Erklärbär. Man nimmt die Kamera, drückt da drauf, ne, und so weiter und so fort. Okay, noch einmal. Es geht um Immobilien, es geht um Abzocke, es geht um eine Menge. Ja, es geht wirklich um eine Menge. Ah, und darum geht's. Bevor ich Filme drehe, recherchiere ich. Also habe ich den Bundesgerichtshof angeschrieben. Der Bundesgerichtshof soll mir erklären, ob Richter wirklich Amtsträger sind, also einen Amtsausweis haben oder Dienstausweis haben. Dann möchte ich natürlich auch wissen, ob Rechtspfleger, wohlgemerkt, Rechtspfleger, ob die unterschreiben müssen, ob überhaupt unterschrieben werden muss. Ja, weil in dem Film geht es ja da um dubiose Immobilien und so. Und am Ende wird ein Richter das Ganze richten und soll natürlich ein bisschen lockerer sein, ein bisschen lustiger sein, wie das alte bayerische Amtsgericht. Ja, ich habe also mal eine andere Richtung vor. Ich möchte nicht immer dasselbe machen. Wenn ich die Hörspiele hier erlebe, wenn ich dann die Filme erlebe, Tate und so weiter, dann ist mir, ach, da brauche ich nur eben kurz rausgehen. Meine lieben Freunde, ich nehme eine Kamera 24 Stunden, 7 Tage die Woche, einmal im Jahr. Ihr glaubt gar nicht, da brauchen wir keinen Tatort mehr. Ja, da brauchen wir keinen Tatort mehr. Da brauchen wir gar kein Fernsehen mehr, weil dann sieht man alles, was da so dramaturgisch hochgefahren wird, nicht nur in einem Hörspiel, ja, auch im wahren Leben im Fernsehen da. Ja, ist klar. So, Filmpool ist eine Aussage und komparsen.de ist eine Aussage. Ihr bemerkt, ich komme aus NRW, ich komme aus einer Nicht-Filmstadt. Hat zwar das älteste Kino von 1927, das Glück auf, was verwaltet wird von der Lichtburg. Auch ein sehr altes Theater und deswegen sitze ich auch jetzt hier vor dieser Kamera, um der Lichtburg zu gratulieren für 90 Jahre Kino, für 90 Jahre Lichtspielhaus mit rotem Teppich. Genial. Monte ist auch schon dahergelaufen, ne? Frank Montenbruck, haben wir da ein paar Innenstadt, war eine schöne Geschichte. Ja, diverse andere lade ich halt ein. Ariane Raspe war auch schon da. Ariane Raspe, auch aus der Stromberg-Kader, hat da einige Sachen gemacht. Und davor, 1990 rum, war Action-Konzept gegenüber vom Rhein, nee, Ruhr, genau, Düsseldorf, an den anderen Rhein, nein, Ruhrufer. Ich weiß, ich drifte immer nach Köln. Nein, in Köln fließt der Rhein, hier in der Stadt Essen fließt nichts, außer die Ruhr. Und die Ruhr fließt auch Richtung Düsseldorf und dann geht es da weiter. Ja, ich suche halt erstklassige Schauspieler, Leute, die mitmachen, Leute, die Lust haben mitzumachen, die noch ein Herz haben, kein Stein. Ja? Immobilientypen sind Leute, die haben kein Herz, Immobilientypen sind knallharte Geschäftsleute, die haben nur einen Stein im Herz, die machen dich frisch. So manch Mieter kann ein Lied über irgendwelche Vermieter singen oder Eigentümer, die da sofort mit einem Rechtsanwalt um die Ecke biegen und sofort den Lauten machen und gar nicht wissen, nur weil sie an dritter, vierter oder fünfter Stelle das Haus gekauft und gar nicht mehr wissen und sich noch niemals vorgestellt. Das ist das Allerbeste. Ich hatte eine Kundin, wie gesagt, die hat eine Chinesin als Eigentümerin. Die beiden verstehen nichts, gar nichts. Und Nebenkosten, was sind denn schon Nebenkosten? So, wie gesagt, wir haben ein BGH, wir haben alles Mögliche und ein Mieter hat nicht immer was zu lachen und ein Vermieter ist ein eiskalter Hund, ein Eigentümer sowieso, ich bin Doktor und ich habe das Sagen. Gehobene Kunden werden da hin und her geschaufelt. Eine, bei so einem Immobilien, habe ich vorhin bei so einem Immobilienfilm gesehen, ich guck nur den ganzen Tag aus dem Fenster. Psst, sagen Sie dort keinem. Toll, ne? Das ist ein Immobilienfilm, meine sehr verehrten Damen und Herren. Immobilien. Die große Abzocke. Also wie gesagt, hier nebenan hat man gerade so einen tollen Laden auseinandergenommen. Ich habe mich immer gewundert bei den super tollen Autos. Ein Stückchen weiter hat es auch einen Skandal gegeben. Da ist einer erschienen aus Ankara, hat jetzt hier halb alles aufgekauft und hat eine Wahnsinnssache da gebaut. Die Jugendlichen mögen das, ist ja klar. Viel Pomp, viel ne, und so weiter. Und dann stellt sich plötzlich heraus, dass er sagt, Deutsche stelle ich nicht ein. Also Deutsche werden in Deutschland nicht eingestellt, wenn Ausländer Häuser kaufen oder Gastronomien eröffnen oder sonstige Sachen.
finde ich schon hochgradig interessant, darüber mal einen Film zu machen. Also am Schluss ist, wie gesagt, ein Richter, das altbayerische Amtsgericht, so in der Richtung, ziemlich lustig das Ganze. Ja, es soll ein bisschen trottelig sein, ein bisschen lustig sein, soll also nicht so brutal sein. Aber bevor man sich lächerlich macht, fragt man doch lieber den BGH, ob ein Richter wirklich unterschreiben muss, ob er einen Dienst oder einen Ausweis hat, also einen Amtsausweis, und die Angestellten dort nur Beamte sind oder ob es da auch Angestellte gibt und all solche Sachen. Mal gucken, ob man eine Antwort bekommt. Das ist Recherche. Und beim Bundeskriminalamt ist klar, beim Bundeskriminalamt fragt man nach, wie man umgehen soll, wenn man da in die Struktur reinfährt, ja, Immobilienhaie und das Ganze. Also heute ist ja auch, damit ihr wisst, wann ich heute gedreht habe, in Hessen gewählt worden. Was da gewählt wurde, wisst ihr. Ich weiß es nicht, ich sitze ja vor der Kamera hier. So, ich mache diesen Film jetzt fertig. Ich hoffe, ihr habt gut verstanden, was ich suche, wer ich bin. Ja, ich habe jetzt einfach mal einen Film gemacht, also einen Clip gemacht. Also noch einmal, 1995 hat man die Ideen. Und wer nachschauen kann und bei Google rumgoogelt, kann feststellen, dass das stimmt. Dass, wie gesagt, YouTube in Belgien an sich ansässig war. Und dass alle so Klein- und Kleinstunternehmer wie meiner einer die Sachen mal erfunden hat, mal die Idee auf den Weg gebracht. Und andere haben gesagt, du kannst mich mal, was ist denn das für ein Quatsch? 1979, 1999 und nach 1999, siehe da, im Jahre 2019, anno knack, sitzen alle ja, vor irgendwelchen Kameras, lassen die Katzen jammern, lassen die Hunde tanzen, lassen die Babys rocken. Ja, Facebook. Ja, Facebook ist nicht sozial, meine lieben Damen und Herren. Facebook, seid vorsichtig mit Facebook. Wer da die Wahrheit nicht, dass die Wahrheit hat, kommt in den sogenannten Facebook-Knast. Das ist halt so. Darüber könnte man auch einen tollen Film drehen, über den sogenannten Facebook-Knast. Mal schauen, ich drifte aus, ich mache jeden Tag Filme, die ich nicht zeigen darf, weil das Eigentum derer ist, die mir den Auftrag erteilen. Jetzt erteile ich mir persönlich diesen Auftrag. Ich suche Schauspieler, ich suche Interessenten, ich suche Leute vor der Kamera. Ich sehe so viele tolle Sachen, nicht nur den Prashant, den Monte, den Wölke, die Damenwelt aus Sicherheit, sage ich jetzt, bin ich ruhig. Also die ganzen Schauspieler, ihr wisst schon, Nina, ne? Melanie, einfach nur klasse, was sie machen. Ich finde es auch toll, dass sie auch schon Pokale gewonnen haben in ihren Heimatländern. Wir haben 16 Bundesländer, nicht vergessen, wir sind ein Föderalstaat. Jeder sollte mal Staatskunde lernen, Staatskunde, und dann gucken, was geht denn da ab? Was ist denn da wirklich? Was ist denn die Bundesfinanz GmbH? Was ist das dann? Was machen die? Ja, die holen die Gelder und zahlen die nicht zurück. Mach du das mal, dann weißt du, dann wirst du verrückt. Das ist halt so. So einfach ist das. Tja, ich bin halt ein Producer. Euer Producer. Ich bin euer AWH Movie. Und ich bin für euch da, jeden Tag, ist klar, Ärger, wie gesagt, im Copyhaus und dann im Medienhaus für Foto, Film und was weiß ich, nicht alles. Aber jetzt im Jahre 2019, Sondersender Ultra HD Web TV, könnt ihr alles bei Facebook und bei Google euch anschauen. Da geht es richtig zur Sache, da wird aufgeräumt, da wird recherchiert, da kommt der alte Kriminalist wieder raus. Was können wir da machen? Regie, Dramaturgie. Ach, herrlich. Also, noch einmal, wer wirklich Lust und Laune hat und wer Zeit hat und gut, es wird auch bezahlt, weil manche Künstler brauchen Geld, ja, manche Künstler klopfen an, du könntest nicht mal eine Spende rüberrücken, das hört sich alles so gut an, es ist wieder Weihnachts- und Winterzeit, die Uhr ist wieder vor, ihr merkt, ich bin kreativ, ich habe eine Stunde mehr und ich konnte mal wieder so richtig kreativ sein. Könnt ihr mir glauben, ich habe so dermaßen recherchiert. Es wird lustig, es wird sehr lustig und ich hoffe, dass das nicht mein letzter Film war, den ich jetzt hier selbstständig ganz alleine vorgetragen, um zu sagen, wer hat Lust mitzumachen? Mitzumachen bei Film, Foto, Freunde und Club, hatte ich auch vorgestellt. Also hier geht wirklich vieles ab, hier wird vieles gemacht. Hier ist ein Riesenset in Green Room, Blue Room, normal, Kameras, alles da, Ton ist da, Licht ist da, man sieht es ja, sonst würde es ja nicht funktionieren. Was ihr da die ganze Zeit hinter mir gesehen habt,
ist natürlich die uralte Zeit von Charlie Chaplin und Buster Keaton und Dick und Doof und Herbert Lloyd und natürlich die alten Stechschritte, ja, die alten Filme, Laterna Magica und so weiter und so fort. So, ich freue mich, dass ihr zugeschaut, ich freue mich, über Premiere mit euch zu reden. Bei YouTube verändert sich, YouTube wird neu, YouTube macht eine Menge und ihr seid ja halt dabei. Ihr macht ja selber Filme. Ich muss euch ja nichts erklären. Also auf dem Weg möchte ich mich tierisch, wirklich tierisch bedanken bei Prashant. Ich liebe Bollywood, ich liebe Indien, ich liebe indische Filme. Ich freue mich schon auf den großen, großen Film, der jetzt ins Kino kommt, 1773 oder ähnlich, müsste ich nachschlagen. Ist ein Abenteuerfilm, da geht es richtig zur Sache mit Piraten und das Ganze. Ja, und dann Melanie auf jeden Fall, und dann Nina auch auf jeden Fall und dann natürlich Van Bölke auf jeden Fall. Ja, dann kommt noch Monte, dann kommt noch Ariane Raspe. So, ich habe alle mal recalled, vielleicht haben die Lust, ja, mitzumachen. So, ich muss zum Abschluss noch sagen, ich mache wie gesagt Filme für euch, die ihr bezahlt, und jetzt mache ich halt mal einen Film für alle und den bezahle ich dann und dann schauen wir mal. Ich weiß, ja, meine lieben Freunde, ich bin Vollprofi, 100 Pro, ich weiß, was ich mache, ich weiß, wo ich hin muss, ich weiß, wie man mit dem Teil da umgeht. Das ist halt so, wenn man schon in der Wiege lag, ja, so in so einem komischen Wagen da bei Stahlnetz E605 als Baby und Schwesterherz und Bruderherz rennen da rum. Da fährt er. Das war ein schwarzer mit weißem Dach Mercedes, der an ein E, ein Strich und dann 605. Die beiden Buchstaben haben die beiden Kinder damals nicht gesehen. Ja, das war an einem Friedhofsgelände. Ich war mit Monte da und hatte ihnen die Dreharbeiten gezeigt, die wow. Fast 60 Jahre zurückliegen. Aber egal. Ich war 6 Monate alt und lag dann da halt in diesem Kinderwagen. Ja, ich habe das an sich nicht gesehen, ich habe keinen Wagen gesehen, ich habe auch keine E605 gesehen, aber irgendwie sah das irgendwie dramaturgisch gut aus, dass meine Mutter mit schwerer Perücke da die Kettwiger an der Lichtburg vorbei, fanden die dann wohl damals ziemlich dramaturgisch und dann hatten die in Krai gedreht, da hatte ich dann auch mal gelebt und gewohnt, also bin irgendwie diesen E605 nachgelaufen, ohne es zu wissen. Jetzt weiß ich es, weil so viele verstorben. Also ich bin nicht nur Producer, ich bin nicht nur verantwortlich für Firmen. Ich bin auch für mich persönlich verantwortlich und habe sehr viel Spaß. Also wie gesagt, ich habe ein großes Herz, ein großes soziales Herz. Bin nicht kalt. Ja, ich glaube, ich wäre einer der nettesten Vermieter. Ich hätte, glaube ich, nur Ärger, weil in der heutigen Zeit sind Vermieter und besonders Eigentümer sowas von kalt, sowas Egoistisches, sowas von gemein. Wie die Grünen zum Beispiel. Wer Grün wählt, ist selber schuld. Müsst ihr aber halten. Also ich habe damit nichts zu tun. Und was in Hessen passiert ist, weiß ich jetzt auch nicht. In Bayern, das hat mir schon gereicht. Ich meine, ich habe sehr oft mit Herrn Söder bei Facebook, aber der antwortet ja eh nie. Der ist ja auch von sich sowas von verliebt. Und der andere von der FDP erst recht. Okay, Herr Lindner gibt schon mal Antwort. Herr Lindner ist doch schon mal reizbar, dann gibt er Antwort. Aber wird immer seltener. Ja, weil wir um die 60 alle von der FDP weggegangen sind. Wir wollen mit der FDP, mit der jetzigen FDP, nun mal nichts mehr zu tun haben. Also, Ideen sind genügend da. Alles ist da. Wirklich, es ist alles da. Man muss sich nur einigen. Ja, man kann nicht immer sozial sein. Man kann also nicht immer eine Kamera ausleihen. Viele Kameras wurden ausgeliehen. Sogar der WDR hat eine Green Room da sich abgeholt. Ja, wir haben extra den Green Room transportabel gemacht, die komplette, komplett. Und danach kam das zurück, als ob man sagen würde, hier, hast du. Ne? Also ist schon eine Sache. Also das Soziale lassen wir jetzt mal so ein bisschen sein. Jetzt denken wir mal ein bisschen mehr an Geld verdienen und auch an Geld ausgeben, aber nur an die Guten. Nur an die Guten. Die Schlechten waren genug hier. Ja? Also die Schlechten und die Schlechtesten. Waren genug hier und das hört jetzt im Jahre 2019 auf. Ich begrüße euch noch einmal zum Schluss als AWH Movie, Film und Fotoproduktion aus dem Hause Sondersender Ultra D Web TV. Angefangen 1979 als Firma, konnte sich keiner anschauen, außer er hat eine Videokassette.
und heute die CeBIT mit AOL, Kirchgruppe und diversen anderen, die da noch waren, wie Skype zum Beispiel oder ICQ, Ubuntu.de Community, Kevego, ach wie die alle geheißen, Seven Load mit Frau Hannelore Kraft, 30 Jahre, ach das hat Spaß gemacht, 30 Jahre Frau Hannelore Kraft, SPD. Ja, was sie jetzt im Moment macht, weiß ich nicht. Ich hoffe, ihr geht's gut und mir geht's auch gut und ich hoffe, euch geht's auch gut und ich hoffe, ihr habt überhaupt bis zum Schluss zugeschaut und zugehört. Ich spreche die Profis an, auch die Hobby, also die wirklich was drauf haben, die Interesse haben und so weiter und so fort. Wo das ist, wisst ihr, wenn ihr das nicht wisst, fragt nach, okay? Das war's, euer AWH Movie aus der Foto- und Filmproduktion. Thanks for watching.